I got
Ja, das fällt mir schwer, von einer so tollen Band jetzt zu einem anderen Thema zu kommen. Erstmal herzlichen Dank der Takanaka Soul Band für diesen Auftakt. Mein Name ist Wolfgang Weyand. Ich bin der Vorsitzende des Clusters der Kreativwirtschaft und der Vorsitzende des Interessenverbands der Musikmanager und Consultants in Deutschland und das seit vielen Jahren. Und ich darf Sie hier begrüßen zu einer Veranstaltung Creators for Future. Und ein Satz vielleicht nochmal zu CLAC. Wir repräsentieren im Moment 10 Verbände mit über 3000 Unternehmen in Hessen. Das machen wir seit inzwischen schon 10 Jahren und versuchen der Politik und hier in der Region der Kreativwirtschaft eine größere Stimme zu geben. Ja, dieses Format Creators for Future möchte Fragen stellen, die die Zukunft betrifft. Und wir glauben, dass die Kreativen die Richtigen sind, um diese Fragen zu stellen. Die Kreativität schafft Inhalte, sie schafft neue Lebenswelten. Und wir glauben, dass dieses Cluster und somit auch diese Veranstaltungsreihe die Richtigen sind, diese Fragen zu stellen. Heute haben wir eine Premiere und das ist nämlich ein Thema, was uns in der Kreativwirtschaft selber betrifft. Das ist das Thema Selbstständigkeit. Und wir sind natürlich in dieser Branche mit sehr vielen Selbstständigen gesegnet und die haben sehr viele Probleme. Wir wissen das alle. Heute geht es um das Thema Selbstständigkeit und die Frage, ob dieses Thema ein Zukunftsmodell ist in Deutschland. Mein Kollege Markus Pohl von der Interessengemeinschaft der selbstständigen Dienstleisterinnen und Dienstleister in der Veranstaltungswirtschaft wird die Gäste des heutigen Abends vorstellen und Sie und euch durch das Programm führen. Um einen Fakt vorwegzunehmen, den Selbstständigen geht es nicht gut. Wir haben gerade aktuelle Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit, die meldete, dass der Anteil der Selbstständigen, die für ihre Lebensunterhalt finanzielle Hilfe aus der staatlichen Grundsicherung benötigen, sich im letzten Jahr versechsfacht hat. Und der Präsident des Bundesinstituts der Berufsbildung sagte neulich, dass es auch die Gefahr bestünde, dass junge Menschen lieber einen sicheren Job haben möchten in Zukunft und eben nicht irgendwie eine Selbstständigkeit später ergreifen wollen. Wir werden das Thema vertiefen. Wir haben noch eine zweite Premiere. Zum ersten Mal gibt es Live-Musik bei einem Creators for Future-Format. Da sind wir sehr froh drüber. Wir sind hier in einem Studio. Es sieht so ähnlich aus wie bei MTV Unplugged. Und ich bin ja früher mal Keyboarder gewesen. Ich habe vorhin der Band gesagt, ich stehe hier eigentlich richtig. Ich brauche nur noch mein Keyboard. Aber freue mich sehr, dass das geklappt hat, dass wir in dieser sensationellen Location sind, im Studio 8 hier in Neu-Isenburg. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen ganz tollen, anregenden Abend. Jetzt wird es ein bisschen trockener, aber die Band wird uns heute Abend noch ein bisschen begleiten. Vielen Dank und ich übergebe an Markus Pohl. Ja, ganz herzlichen Dank, Wolfgang. Schönen guten Tag alle daheim an den Empfangsgeräten, wie auch immer die geartet sein mögen. Ich begrüße Sie und euch auch ganz herzlich zur heutigen Diskussions- und Gesprächsrunde. Und wir haben eine gute Runde zusammengestellt. Da haben wir einige Bundestagsabgeordnete heute mit dabei. Herzlich willkommen, Frau Claudia Müller vom Bündnis 90 Grüne, Mittelstandsbeauftragte und Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Schönen guten Tag. Dann haben wir die Frau Jana Schimke von der CDU mit dabei für den Ausschuss Arbeit und Soziales. Hallo, Frau Schimke. Dann sehe ich Herrn Haidt von der FDP, ebenfalls Bundestagsabgeordneter und im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Hallo, guten Abend. Dann ist der Dr. Andreas Lutz mit dabei vom Verband der Gründer und Selbstständigen in Deutschland. Er ist der Vorstandsvorsitzende des VGSD. Und an meiner Seite hier mit im Studio ist der Ralf Lemster, Vizepräsident des Bundesverbandes der Dolmetscher und Übersetzer. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, Scheinselbstständigkeit, ein Riesenthema. Wir haben ja auch schon alle da oft drüber gesprochen und uns viel darüber ausgetauscht. Vielleicht nochmal für unsere Zuschauer versuche ich mal so einen 3-Minuten-Zusammenfassung
Und was ist denn überhaupt Scheinselbstständigkeit? Ganz so einfach ist das ja nicht. Mit Scheinselbstständigkeit wird üblicherweise die Beziehung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer beschrieben. Und die Fragestellung dazu ist, wie viel Einfluss hat der Auftraggeber auf die Ausführung der Arbeit des Auftragnehmers? Und daraus wird dann wiederum abgeleitet, ob der Auftragnehmer in den Betrieb des Auftraggebers eingebunden ist oder fachliche Weisungen erhält, wie er seine Arbeit auszuführen hat. Problem dabei ist, es gibt keine konkreten Kriterien, keine Rahmenbedingungen, an die sich die Prüfer der deutschen Rentenversicherung halten müssen oder halten können, sondern sie können das ganz nach eigenem Ermessen und eigener Erfahrung in ihrem Leben ausspielen und entsprechend dann viele Kriterien noch einfach suchen, bis es passt. Der Dienstleistungsbereich, der zeichnet sich halt dadurch aus, dass immer eine sehr gute Nähe zum Kunden gesucht wird. Wir wollen also eng mit unseren Arbeitgebern zusammenarbeiten, damit wir auch eine gute Bindung zu diesen Kunden haben. Wir wollen die auch lange halten. Für Außenstehende sieht so etwas dann immer sehr schnell danach aus, als würden die Grenzen zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer zusammenfließen oder ineinander übergehen. Die Folgen, die daraus entstehen, für den Auftraggeber in allererster Linie, sind dann Nachzahlungen an Sozialbeiträgen, die nachgeleistet werden müssen für den jeweiligen Auftrag. Und das kann sogar mit einer Strafverfolgung enden für den Auftraggeber. Viele große Firmen in Deutschland haben da schon Millionenbeträge an die deutsche Rentenversicherung zahlen müssen. Und es sind auch einige Reihe an Leuten bekannt, die zumindest mal eine Gefängnisstrafe auf Bewährung deswegen bekommen haben. Das sind natürlich gruselige Szenen, die sich da aufbauen und das möchte kein Auftraggeber und auch kein Auftragnehmer tatsächlich für sich haben. Die ISDV hat sich 2015 gegründet mit einem der Hauptthemen Scheinselbstständigkeit, weil es in unserer Branche Veranstaltungswirtschaft dadurch immer schwerer wird zu arbeiten, da wir ein sehr großes Geflecht an Zahnrädern haben, die ineinander greifen müssen und nicht aus einer Firma herauskommen können. Und das macht halt die Problematik, dass es nicht rechtssicher ist und deshalb dann auch Auftraggeber tatsächlich nicht mehr beauftragen oder versuchen, andere Wege zu finden. Wir haben uns dann sehr schnell darum gekümmert, dass wir in politische Kreise raufgekommen sind, haben Allianzen geschlossen. Die Allianz der Bundesarbeitsgemeinschaft der Selbstständigenverbände, an der auch der VGSD und der BDÜ intensiv beteiligt sind, ist da im Moment der stärkste Zusammenschluss von Verbänden zu diesem Thema. Und da sprechen wir natürlich auch sehr viel mit politischen Ansprechpartnern. Und Frau Schimke, wir hatten ja schon seit vier Jahren eigentlich, sprechen wir immer wieder darüber, haben da Kontakte geknüpft, haben uns verschiedene Dinge überlegt, wo kann es denn hingehen. Wo sehen Sie denn, wo das Problem tatsächlich liegt, dass jetzt auch in der letzten Legislaturperiode, eigentlich in den letzten zwei Legislaturperioden, nicht wirklich etwas vorangegangen ist in diesem Thema? Da gibt es immer noch keine Lösung, immer noch keine Dinge, wo man sagen kann, da sind wir einen Schritt weiter gekommen. Fehlt es da am politischen Willen? Gibt es keine Ideen dazu? Oder steht einfach nur ein großer Amtsschimmel auf dem Flur und keiner kommt dran vorbei? Tja, Herr Pohl. Ich bin in der Tat auch noch dabei, diese Frage für mich zu beantworten bzw. zu bewerten. Wir erinnern uns alle an das sehr eilig eingeführte Verfahren zur Reform des Statusfeststellungsverfahrens, wo es auch keine vernünftige Anhörung gegeben hat, so wie wir uns das vorstellen. Wir wurden davon alle überrumpelt. Jetzt ist das auch keine einfache Angelegenheit, will ich mal sagen, wenn Sie haben tagtäglich damit zu tun. Wir als Abgeordnete haben natürlich noch viele, viele andere Themen auch auf dem Tisch. Und Statusfeststellungsverfahren ist in der Tat etwas, was man nicht einfach mal so zwischen Tür und Angel macht. Ja? Erst recht, wenn man dann den Gesetzentwurf vor sich zu liegen hat, wenn man sich mit den ganzen Rechtsfragen auch auseinandersetzt. Ich war da persönlich als Parlamentarierin, als Abgeordnete sehr, sehr unzufrieden damit. Ich habe, Herr Pohl, das kann ich an dieser Stelle auch mal sagen, die Punkte, so wie wir sie ausführlichst auch besprochen haben, ja, auch in Ihrer Kritik, Dreiecksverhältnisse etc., alles das, was da droht, das ist ja mitunter, das war ja auch Ihre Sorge gewesen, noch mehr Rechtsunsicherheit möglicherweise sogar entstanden. Ich habe das dann auch so in den Kreis der Abgeordneten gegeben, aber ich habe schon gemerkt, wie wenig Wissen da tatsächlich vorhanden ist. Das muss ich ganz deutlich sagen. Es herrscht im Deutschen Bundestag relativ wenig Wissen über Ihren Alltag, über ihren Lebensalltag, über ihre Arbeitsweise, über das, mit dem sie täglich zu tun haben. Manchmal kann man auch zu dem Schluss kommen, dass eine Vielzahl an bürokratischen Lasten und an Dingen, die so gesagt werden und auch beschlossen werden, ebenfalls darauf zurückzuführen sind. Und deswegen
ist es mir total wichtig, nicht nur, wenn es um Selbstständige geht, überhaupt, wenn es um ganz allgemeine Probleme auch geht in unserem Land und wir die Entscheidungen im Bundestag treffen, möglichst tief einzusteigen in die Thematik und auch zu versuchen, diejenigen zu verstehen, um die es geht und eine Politik zu machen, die auch das abbildet. Ja, also Dinge verbessert und nicht verschlechtert. Und insofern glaube ich, müssen wir in der nächsten Legislatur genau an dem Punkt weitermachen. Ich bin gespannt, wie das alles ausgeht, wie das bei Ihnen ankommt, wie das wirkt, was da beschlossen wurde. Da warte ich auf Ihr Feedback, wenn es dann soweit ist. Und dann müssen wir konkret, sage ich mal, an der offenen Wunde, am offenen Herzen weiterarbeiten und da die Verbesserungen dann am Ende auch erreichen, dass Sie wirklich am Ende auch sagen, wir haben Rechtssicherheit geschaffen. Ja. Ja, das ist tatsächlich etwas ganz Wichtiges. Wir müssen da am Ball bleiben, dürfen da auf keinen Fall nachgeben. Sie haben es eben gerade schon angesprochen, dass jetzt zum Ende dieser Legislaturperiode noch mal kurz das Statusfeststellungsverfahren verändert werden sollte, verbessert werden sollte in bürokratischer oder verwaltungstechnischer Hinsicht. Da hatte ja auch der Herr Kurt von den Grünen ganz immens interveniert und hat das auch im Ausschuss für Arbeit und Soziales noch mal ganz deutlich zu Protokoll gegeben, dass das Verfahren, wie das gelaufen ist, nicht in Ordnung ist, von demokratischer Sicht aus. Frau Müller, wo sehen Sie denn die Stellschrauben? Was passiert denn in der Zukunft an diesem Thema? Also erstmal etwas, was sehr, sehr selten vorkommt, glaube ich. Ich stimme Frau Schimpke vollumfänglich zu in ihrer Analyse. Es ist tatsächlich so, und mir begegnet das auch im Wirtschaftsausschuss immer wieder, dass der Blick auf Arbeit, auch auf moderne Arbeit, ist weiterhin der, arbeitende Menschen sind in sozialversicherungspflichtigen angestellten Verhältnissen und alles andere ist atypisch und eigentlich nicht gewollt und wird tatsächlich nicht richtig mitbetrachtet. Dabei hat sich die Arbeitswelt gerade in den letzten Jahrzehnten massiv gewandelt und eigentlich das, was atypisch ist, wird immer typischer und auch der Wechsel von verschiedenen Formen hin und her wird ja auch normaler. Also kaum jemand hat noch einen ganz geraden Beschäftigungsweg, wo man die Lehre beginnt, da bleibt man bis zur Rente. Aber das wird tatsächlich nicht betrachtet. Einer der wichtigsten Punkte, glaube ich, auch bei dem Thema Statusfeststellungsverfahren ist, dass wir die verschiedenen Kriterienkataloge, dass wir sie synchronisieren, dass wir sie vereinheitlichen. Wir haben da einfach im Bereich Arbeitssteuer, aber auch Rentenversicherungssystem teilweise unterschiedliche Kriterien, die sich dann teilweise auch zu unterschiedlichen Feststellungen kommen beim Statusfeststellungsverfahren, was es unglaublich kompliziert macht. Was wir nicht haben, ist, dass das System, wie es jetzt ist, diejenigen schützt, die es schützen soll. Sie haben ja auch angesprochen, Scheinselbstständigkeit. Diejenigen, die da häufig dann davon sozusagen betroffen sind, sind aber gar nicht diejenigen, die schutzwürdig sind. Es sind nämlich gut bezahlte Berater, die selbstverständlich im Unternehmen des Auftraggebers arbeiten, wenn man zum Beispiel an einem IT-System arbeitet. Es sind Vielzahl gerade im wissensbasierten Arbeiten. Es schützt aber zum Beispiel nicht, ich sag mal, die Friseurin, die sozusagen sich ihren Stuhl mieten muss, alles sozusagen mieten muss, aber ansonsten doch sehr an die Weisungen der Inhaberin des Geschäftes gebunden ist. Also die Kriterien, so wie sie jetzt funktionieren, funktionieren nicht auf moderne Arbeitswelt. Da muss man reingehen, wir brauchen Positivlisten an der Stelle und wir müssen auch ganz klar machen, ab einer bestimmten Verdiensthöhe, und da kann man sich drüber dann diskutieren, was das ist, muss klar sein, ich bin eigentlich nicht mehr schutzbedürftig und muss auch diesen Status als Selbstständige auch wirklich zugebilligt bekommen. Stichwort, jetzt habe ich das Stichwort direkt wieder vergessen, als ich es sagen wollte, das Stichwort. Sie haben es auf jeden Fall genannt. Die Selbstständigen sind Innovationstreiber in ganz vielen Wirtschaftsbereichen und probieren sich auch gerne in Startups mit neuen Geschäftsmodellen aus. Da hat natürlich auch ganz großen Anteil die fortschreitende Digitalisierung. Dadurch ergeben sich ganz viele neue Geschäftsmodelle. Herr Heidt, Sie sind im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Gehört so etwas zur Technikfolgenabschätzung dazu und ist der Ausschuss im Gespräch mit dem BMAS zu solchen Themen wie Scheinselbstständigkeit? Also der Bildungsausschuss sollte darüber sehr viel diskutieren, aber ich sage mal ganz vorsichtig, dass die aktuelle Bildungsministerin für mich nicht auf der Höhe der Zeit ist. Und habe ja jetzt die Worte meiner beiden Vorrednerinnen auch sehr gerne gehört. Ich hätte halt gewünscht, gerade in Richtung auf die Koalition, dass man dort auch tatsächlich etwas verändert hätte. Denn wir Freie Demokraten fordern ja
auch schon länger eine Reform des Statusfeststellungsverfahrens. Und ich als Anwalt habe auch immer wieder mitbekommen in meiner Kanzlei, wie viele Probleme dort existieren. Und das seit wirklich vielen, vielen Jahren. Und wir müssen dort festhalten, und Sie haben es angesprochen, die Digitalisierung verändert das Arbeitsleben fundamental. Und wir sind nach meiner Auffassung da auch erst am Beginn dieser Veränderung. Die künstliche Intelligenz, die KI wird nochmal einen völlig neueren Schub dort reinbringen. Und wir müssen einfach uns klar machen, dass sich die Arbeitswelt, so wie wir 756 jetzt seit einiger Zeit mal am Beginn unseres Berufslebens festgestellt haben, sie wird nicht mehr so lange in dieser Form existieren. Das heißt, wir haben gravierende Veränderungen vor uns und wir müssen dort dringend Veränderungen herbeiführen. Und ein wichtiger Anliegen für uns ist die Begrenzung der Bürokratie. Wir müssen unglaublich dort wirken. Ich habe in den letzten Monaten vielerlei Mittelständler, Selbstständige bis hin zu landwirtschaftlichen Betrieben besucht. Und es ist völlig faszinierend, dass alle Betriebe, von mir besuchten Menschen, eins eint, egal welche Branche. Sie stöhnen über die Bürokratie. Und ich glaube, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo wir uns klar machen müssen, wir können so nicht mehr weitermachen. Wir müssen das dringend verändern. Und wenn wir das jetzt nicht tun, dann werden wir dieses ganze Land an die Wand fahren. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe der kommenden Legislaturperiode. Und da ist die Reform des Statusfeststellungsverfahrens eine klare, gute Sache. Wir brauchen klare gesetzliche Positivkriterien, eine Rechtssicherheit, ist ganz, ganz wichtig bei bestimmten Kriterien, wenn die vorliegen, dass wir dann eben diese Selbstständigkeit rechtssicher und verbindlich feststellen. Und die Überprüfung sollte auch durch eine unabhängige Stelle und nicht durch die Rentenversicherung vorgenommen werden. Das wären ja schon sehr einschneidende Veränderungen, wenn man das von der deutschen Rentenversicherung abziehen würde. Da wird natürlich sofort immer die Clearingstelle davor geschoben, die das alles retten soll. Aber unser Eindruck oder mein Eindruck zumindest ist, dass das auch nicht so unbedingt an der Stelle hilft. Gehen wir mal in einen anderen Bereich, Ralf. Die Dolmetscher und Übersetzer arbeiten ja sehr viel für öffentliche Stellen. Bei Gericht als Übersetzer, bei Polizeiverhören als Übersetzer. Da sollte man ja eigentlich meinen, wer für den Staat ein Auftragnehmer ist und dort seine Brötchen verdienen kann, der sollte eigentlich in einem sicheren, guten Verhältnis sein und vor allem auch gutes Geld verdienen als Selbstständiger. Wie ist es tatsächlich? Sehr gemischt, sehr differenziert. Du hast die Justizbehörden, auch Strafverfolgungsbehörden angesprochen. Auftraggeber, Staat direkt oder indirekt als Auftraggeber kann man noch weiter fassen, denke ans Gesundheitswesen, Pflege, Integration, Migration. Das ist ein Riesenbereich, der auch von erheblicher Bedeutung auch für die Gesellschaft ist. So, die Realität sieht dort ganz anders aus. Wir haben, was Einsätze vor Gericht angeht, zumindest eine gewisse Rechtssicherheit, wird auch immer wieder lobend erwähnt, auch die Systemrelevanz betont. So, und dann hatten wir im vergangenen Jahr eine Novellierung der entsprechenden Rechtsnorm dafür. Da gab es auch eine Marktstudie, die ließ uns auch so ein bisschen hoffen. Die Bäume wachsen da nicht in den Himmel, aber es war zumindest vernünftig. Und in den diversen Verhandlungen hat man dann gerade mal in mehreren Schritten 15% wieder weggenommen. Und dann bleiben da über einen Zeitraum von 6-7 Jahren gerade mal 13% Steigerung übrig. Mhm. Und selbst das ist ein löchriges Gerüst, weil es dann noch einen Paragraphen gibt, der auch noch ermöglicht, Rahmenverträge zu machen, die maximal an dieser Stelle vergütet werden dürfen. Das heißt, es ist ganz leicht zu unterlaufen. Ja? Und in der Praxis sehen wir, es wird unterlaufen. Oder wir haben halt einen Bereich wie zum Beispiel das Gesundheitswesen, wo im Wesentlichen es eben gar keine konkrete Regelung gibt, mit bestimmten Ausnahmefeldern abgesehen. Aber in Summe muss man feststellen, dass wir oftmals dort, wo der Staat direkt oder indirekt als Auftraggeber auftritt, wir keine auskömmliche Vergütung für unsere Mitglieder haben, den man aber andererseits an anderer Stelle vorwirft, da kommen wir aber nachher noch drauf, ja, ihr sorgt nicht genügend fürs Altersvor. Ja, beim Stundensatz von 25 Euro als Selbstständiger, wo soll es denn herkommen? Ja. Das ist in der Tat eine Schwierigkeit. Das ist ja auch ein Punkt, über den wir schon ganz viel auch in verschiedensten Runden im BMAS gesprochen haben. Thema Mindesthonorare. Andreas, VGSD,
Mindesthonorare, ist das eine Option? Wahrscheinlich ist es für deine Mitglieder etwas mehr eine Option als für unsere Mitglieder zum Beispiel bei der ISDV. Wie siehst du das? Ja, wir haben ja gefordert oder vorgeschlagen, um jetzt mal das Thema Positivkriterien mit etwas Inhalt zu füllen, dass man es an der Honorarhöhe festmachen könnte im Vergleich zu Angestellten mit ähnlicher Tätigkeit, ob man scheinselbstständig oder ist oder nicht. Das würde natürlich einen mehr als subtilen Druck ausüben auf die Auftraggeber, auch die Auftraggeber in der öffentlichen Hand, besser zu bezahlen, fair zu bezahlen. Ich glaube, da, wo Selbstständigkeit missbraucht wird, um ja, schlimmstenfalls Mindestlöhne zu unterwandern, da sind wir doch alle dafür, dass das entschieden bekämpft wird von der deutschen Rentenversicherung. Was wir erleben, ist aber, dass hier halt sehr wenig getan wird, dass der Staat hier sogar noch mit negativem Beispiel vorangeht. Und in anderen Bereichen, wo wir private Auftraggeber haben, die oft sehr, sehr gut bezahlen, dann die Selbstständigkeit in Frage gestellt wird. Man kann unterstellen, dass das deshalb geschieht, weil ja hier auch einiges an Sozialabgaben zu holen ist. Das heißt, gut bezahlte IT-Selbstständige zum Beispiel werden dann im Nachhinein anhand teilweise geänderter Kriterien zu Scheinselbstständigen erklärt und müssen dann nach aberwitzigen Kriterien plötzlich Nachzahlungen machen. Das kann unseres Erachtens nicht sein. Rechtssicherheit bedeutet, dass man Regeln im Hinblick auf die Zukunft ändert, dann sind wir alle einverstanden, aber nicht im Hinblick auf die Vergangenheit. Da muss sich also einiges ändern. Und natürlich ist die Honorarhöhe auch nur eines von vielen denkbaren Positivkriterien. Also hat jemand eine Altersvorsorge? Ist er vielleicht Arbeitgeber? Ist er Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft? Ist das Ganze deutlich erkennbar eine freiwillige Zusammenarbeit? Ist es ein Werkvertrag? Ist es eine Zusammenarbeit, die erfolgsabhängig geschieht? Und wer sind die Auftraggeber? Sind das Private? Da ist es ja sowieso aberwitzig, von der Scheinselbstständigkeit zu reden. Oder hat jemand 10 Auftraggeber? Dann kann man doch auch nicht ernsthaft von einer Selbstständigkeit regeln. Aber was erleben wir? Die Deutsche Rentenversicherung prüft jeden Auftrag einzeln, egal wie groß oder kleiner ist, egal wie viele Auftraggeber ich habe. Das geht einfach völlig an der Lebenswirklichkeit vorbei und erinnert an die Corona-Hilfemaßnahmen. Da haben wir dasselbe erlebt. Das geht auch an der Lebenswirklichkeit vorbei. Und hier mehr Rechtssicherheit zu schaffen, das wäre doch ein Konjunkturprogramm allererster Güte, das nichts kosten würde. Von daher verstehe ich nicht, dass die jetzige Regierung sich nicht dazu durchgerungen hat, hier nach dieser langen Bedenkzeit was zu tun. Und ich habe große Sorge, dass man jetzt sagt, ja, wir haben ja diese kleine Reform gemacht und jetzt gucken wir erstmal, was da passiert, wie sich das auswirkt. Nein, wir brauchen jetzt gleich nach der Wahl eine echte Reform, die an den Kriterien und an den Sanktionen ansetzt. Frau Schimke, Sie hatten ja vorhin schon erwähnt, dass Sie den Eindruck haben, viele Politiker kennen sich gar nicht mit diesem Thema aus und dennoch wird darüber entschieden, wie das laufen soll und wie das laufen kann. Wie ist denn da die Grundstimmung und Haltung innerhalb der CDU? Da gibt es ja einen Arbeitnehmerflügel, CDA nennt er sich, und da gibt es dann die wirtschaftsbezogenen Leute. Ist da ein Austausch? Redet man über so etwas? Wie ist die Grundhaltung der CDU zu diesem Thema? Ja, also natürlich sprechen wir übereinander und sprechen wir über diese Themen. Und selbstverständlich sind die Selbstständigen in unserem Land uns sehr, sehr wichtig. Aber ich stelle natürlich schon fest, weil nicht nur die Union prägt die Debatte in Deutschland, sondern auch andere Player, andere politische Mitbewerber, dass wir, das haben wir bei Corona gemerkt, wirklich auch ein Grundmissvertrauen haben in Selbstständigkeit. Und viele politische Initiativen, die gehen nicht unbedingt von der Union aus, sie gehen in der letzten Legislatur vor allem auch von der SPD aus, zielen darauf ab, Selbstständigkeit faktisch abzuschaffen. Ja, also einen Selbstständigen zu einem abhängig Beschäftigten zu machen, indem man versucht, dieses Erwerbsverhältnis möglichst gleich zu machen mit dem eines abhängig Beschäftigten, was Sozialversicherungspflicht etc. anbelangt. Ich habe immer gesagt, und ich bin ein Freund der sozialen Marktwirtschaft und auch der Entscheidungsfreiheit und der individuellen Freiheit auch von Selbstständigen, dass man mit dieser Selbstständigkeit natürlich eine Menge Freiheit genießt, aber natürlich auch viel, viel Eigenverantwortung ausübt. Und nach meiner Beobachtung, Herr Pohl, ist das bisher immer sehr gut gelaufen. Ja, und was ich zutiefst kritisiere,
ist, dass jetzt gerade in der Corona-Krise diese schwierige Situation, in der gerade auch die Künstlerszene sich befand, dazu genutzt wurde, um zu sagen, na, die sorgen ja alle nicht vor. Ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn ich ein Jahr lang faktisch nicht arbeiten darf oder noch länger nicht arbeiten darf, dann ist es doch ganz klar, dass irgendwann meine ganzen Möglichkeiten, meine Ersparnisse aufgebraucht sind. Das Kernproblem in Corona war doch gewesen, dass sie nicht arbeiten durften. Nicht, dass sie nicht vorgesorgt haben. Viele haben vorgesorgt. Deswegen haben die auch alle zum Anfang keinen Antrag auf Sozialleistungen gestellt, ja, sondern sind erst mal selbst über die Runden gekommen. Das ist ja auch das Selbstverständnis von Selbstständigkeit. Und das versuche ich auch im Politischen immer wieder deutlich zu machen und auch meinen Kollegen zu erklären. Also Unternehmertum ist bei uns wirklich gut zu Hause bei der Union. Aber ich mache mir da gar nicht so sehr Sorgen um meine Kollegen, sondern vor allen Dingen um die, um all jene, die im politischen Berlin mitentscheiden. Und das sind ja eben nicht nur wir. Wir hatten gerade schon das Thema Mindesthonorare für Selbstständige. 2014 gab es eine Abstimmung im Bundestag zu Mindestlöhnen für Angestellte. Da hatten Sie dagegen gestimmt. Wie sehen Sie das denn bei Mindesthonoraren für Selbstständige? Naja, ich kann das Anliegen Ihrerseits ja durchaus nachvollziehen, worum es Ihnen geht, einfach bei öffentlichen Auftraggebern fair bezahlt zu werden. Auf der anderen Seite kann ich aber nur davor warnen, solche Initiativen anzustoßen, denn wir sehen ja oft, wohin es führt. Es ist der Anfang einer Entwicklung, die sich dann ihren Bahn bricht, und zwar in anderen Bereichen, wo immer mehr Regularien auf Sie zukommen, immer mehr Mindeststandards. Und das finde ich eigentlich nicht gut. Ich würde jetzt so antworten, das können Sie gerne entgegnen oder auch kritisch kommentieren. Wenn mir mein Honorar nicht passt, dann suche ich mir einen anderen Kunden, ja, oder einen anderen Auftraggeber. Das wäre meine Empfehlung. Das ist eben halt auch Bestandteil von Selbstständigkeit, diesen Job dann nicht anzunehmen. Da sprechen Sie mir in der Tat aus der Seele. Genauso vertreten wir das auch. Wir sind auch keine Freunde des, also jetzt ISDV. Okay. Wir wollen keine Mindesthonorare haben tatsächlich, weil wir auch mal davon ausgehen, dass dann unsere Auftraggeber sagen, das ist das Mindesthonorar, das zahle ich dir und mehr nicht. Also da wird, glaube ich, die tatsächliche Marktfreiheit noch massiv viel mehr eingeschränkt als durch irgendetwas anderes. Sozialrecht, Arbeitsrecht kämpfen ja in diesem Bereich auch gegeneinander, Herr Haidt. Sie als Rechtsanwalt haben da ja bestimmt auch schon Ihre einschlägigen Erfahrungen gemacht, wie das dann vonstatten geht mit so einem Verfahren und was da dann gegeneinander kämpft. Wie kommt man denn dahin, dass das Justizministerium sich in diese Debatte zum Beispiel auch mit einschalten könnte und sagt, wir sprechen da jetzt mal wirklich über Paragraphen? Ja, zunächst einmal muss ich in Richtung auf die Union sagen, die haben natürlich auch unheimlich viel mitgemacht in der letzten Legislaturperiode, in der jetzt abgelaufenen. Wenn ich mir das Programm der Union durchlese, da sind viele Sachen drin, die ich okay finde, mit denen ich auch als Freier Demokrat leben könnte. Und insofern würde ich mir wünschen, dass, wenn wir in die Gelegenheit kommen, Koalitionsverhandlungen zu führen, dass sie dann unser Programm auch so unterstützen, weil da eigentlich vieles drinsteht, was sie eigentlich unterstützen könnten, und das dann auch so durchführen. Und dann würden wir, glaube ich, insgesamt diesem Land sehr viel tun. Wir haben für mich schon das Problem, dass wir so eine Art Grundmisstrauen haben in der Verwaltung in vielen, vielen Bereichen. Und wir müssen erreichen, dass wir dieses Grundmisstrauen wieder wegbekommen, dass wir klar machen, wir haben letztendlich den ehrbaren Kaufmann, und erst einmal ist auch ein Selbstständiger eben ein ehrbarer Kaufmann, und da gilt nämlich die Unschuldsvermutung und nicht sofort die Vermutung des Missbrauchs, sondern im Gegenteil. Und wir haben das Justizministerium angesprochen. Also ich bin, oder wir sind auch kein Freund von jetzt weiteren bürokratischen Vorgaben nach dem Motto, jetzt führen wir ein Mindesthonorar ein, das bringt uns ja nicht weiter. Wir müssen die Vorschriften entschlacken und einfacher machen. Wir Deutsche und gerade unser Justizministerium neigt leider dazu, wenn wir europäische Vorgaben haben, die nochmal sozusagen zu verschönern, in Anführungszeichen, damit noch komplizierter zu machen. Davon müssen wir uns lösen. Also das heißt, dass wir, wenn wir die Möglichkeit haben, eine europäische Richtlinie zu vereinfachen, dann tun wir es tun. Ansonsten lassen wir sie so, wie sie ist, und tun sie nicht noch verschlimmbessern. Und wir müssen in der Tat erreichen, dass das Justizministerium
wieder sich auf deine Kernaufgabe konzentriert und versucht, klare, logische Gesetze zu machen. Und ich glaube, dass wir auch festhalten müssen, das haben wir an anderer Stelle auch schon angesprochen, dass ja teilweise die Gesetze sich widersprechen. Insofern müssen wir dringend aufräumen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe der kommenden Legislaturperiode. Das klingt aber nach ganz schön viel Zeit, die das braucht, bis man sowas mal aufgeräumt hat. Also bei uns in der Veranstaltungswirtschaft sieht es so aus, dass wir wirklich Druck auf der Leitung haben. Wir können im Grunde nur noch so halbgar arbeiten und müssen schauen, dass wir irgendwie das jetzt in den nächsten, also spätestens im nächsten Jahr vom Tisch haben, dieses Thema. Wir müssen anfangen, bin ich völlig bei Ihnen. Also das ist auch, ich habe nicht davon gesprochen, dass das ein Sprint gibt, ein Marathon. Aber wir müssen Stück für Stück die Sachen, die Verfehlungen aufarbeiten, Stück für Stück. Das ist keine einfache Aufgabe, aber wenn wir nicht damit irgendwann anfangen, dann wird der Berg ja immer höher. Und deshalb müssen wir in der Tat sofort, nachdem wir die Regierung gebildet haben, damit anfangen. Ganz klar, bin ich bei Ihnen. Aber es ist auf jeden Fall ein langer Weg. Ralf. Ich darf gerade vielleicht die Diskussion gerade noch mal so auf den Boden der harten Tatsachen zurückholen, wenn das okay ist. Was in der Realität passiert, und das auch, ist mir auch ganz wichtig, das auch für die Zuschauer, die nicht so ganz jeden Tag im Thema drin sind, was wir tatsächlich bereits sehen, ist, dass große Unternehmen Einzelunternehmerinnen, Einzelunternehmer von der Auftragsvergabe ausschließen. Nicht, weil sie nicht mit denen zufrieden sind. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Sie würden schon gerne mit ihnen arbeiten, aber irgendjemand in der Rechtsabteilung hat gesagt, da gibt es ein Rechtsrisiko vor sich, da gibt's irgendwas, das ist nicht ganz klar. Und dann sagt die Führungskraft im Zweifel, na, dann lasse ich die Finger weg. Dann suchen wir irgendeine Agentur oder irgendjemand, der in der Rechtsform der GmbH unterwegs ist oder noch besser einen im Ausland. Und so exportieren wir selbstständige Jobs, Wissensarbeit ins Ausland. Das kann es nicht sein. Und das sehen wir in der Realität. Das ist jetzt nicht nur bei Dolmetschern und Übersetzerinnen der Fall. Das ist bei vielen Wissensarbeitern der Fall. Aber wir sehen es eben auch bei unseren Kunden. Und das ist die praktische Auswirkung dessen, was da passiert. Die muss man sehen. Und da kommt die Eilbedürftigkeit her. Ja, das ist richtig. Wir hatten vorhin schon mal kurz das Thema Kriterien angesprochen. Wenn wir über Kriterien sprechen, könnte man sich ja auch vorstellen, da ja nun die Bundesregierung auch mittlerweile ein bisschen gelernt hat, wie das so geht mit Portalen erstellen und Ähnlichem, dass man da ein komplett digitales Verfahren erfindet, in dem ich selber mit Anklicken, Auswählen sagen kann, das ist eine scheinselbstständige Beauftragung, also keine Beauftragung, oder es ist eine selbstständige Beauftragung. Frau Müller, sehen Sie da eine Möglichkeit, sehen Sie da einen Sinn drin, das so zu digitalisieren, oder ist das ein Hohlweg, der uns am Ende gar nicht zum Ziel führt? Ich glaube, das Thema Digitalisierung ist in vielen Punkten etwas, was tatsächlich helfen kann, Bürokratie abzubauen und Verfahren zu beschleunigen, wenn die Plattformen, das muss man sagen, gut aufgesetzt sind. Also das ist ja dann auch nochmal eine Hürde, das muss so gemacht sein, dass es einfach und intuitiv ist, dass klar ist, wo ich klicken muss und wo nicht. Ich kenne das noch als Arbeitgeberin, mit kleinen, sozusagen mit einer Angestellten ursprünglich, wo man dann sich durch solche Portale klickt, einmal einen Haken festgesetzt und schon kriegt man Bescheid, und gleich mit Strafandrohung, man sagt, um Gottes Willen, ich habe nur einen Haken vergessen. Dass genau solche Sachen nicht passiert, man wurde auch nicht darauf hingewiesen. Da kann das schon vereinfachen. Ich glaube auch deswegen, wir müssen nochmal an diese Kriterienkataloge ran, ganz klar. Und das muss auch relativ, was heißt relativ schnell, also das braucht eine Arbeitsgruppe, die sich da ehrlich mit den Betroffenen, mit den Beteiligten hinsetzt, dass wir das wirklich aktualisieren. Weil das, was da an Kriterien zum Teil sind, sind Kriterien aus Mitte des letzten Jahrhunderts. Das muss man sehr deutlich sagen. Und es passt in die wissensbasierte Zeit, in die digitale Zeit einfach nicht mehr rein. Deswegen müssen wir uns das angucken. Wir müssen wirklich die Frage auch, ab wann kann ich sagen, dass jemand gut und auskömmlich von seiner Tätigkeit freiberuflich selbstständig leben kann? Und auch da sozusagen Schutzmechanismen einziehen. Deswegen vielleicht ein bisschen anderer Blick auf das Thema Mindesthonorare. Ich kann Ihre Sorge da verstehen. Momentan haben wir aber auch die Situation, dass selbst in Branchen, wo es gewünscht wird, wo zum Beispiel kollektiv vereinbarte Mindestentgelte möglich werden, wird es momentan es ist aufgrund von europäischem Kartellrecht nicht möglich. Es würde als Preisabsprache gelten, ist deswegen nicht möglich. Das heißt, auch da müssen wir an, dass diese Möglichkeit, wenn eine Branche sagt, wir möchten das, dass das dann auch tatsächlich möglich ist.
Und Herr Lutz hat dabei noch eine sehr wichtige Sache angesprochen. Das begegnet mir auch und gerade im Wissens- und Kulturbereich sehr häufig, dass öffentliche Hand, insbesondere Bundesländer, aber auch Kommunen, aber vor allen Dingen die Bundesländer, Tageshöchstsätze haben, wenn sie Aufträge vergeben. Da werden ganz klar Höchstsätze definiert, die maximal als Honorar bezahlt werden können. Und die sind zum Teil über 10 Jahre und länger nicht angepasst worden. Das heißt, die sind absolut nicht mehr nach marktgerecht. Und was mich dabei wirklich dann besonders entsetzt, das sind dann teilweise die gleichen Landesregierungen, die dann aber öffentliche Aufträge an die Zahlung von Tariflohn binden wollen. Also auf der einen Seite etwas einfordern, was man selber aber nicht bereit ist zu tun. Und das finde ich ist wirklich eine Sache, das ist ehrlich gesagt eine Sauerei. Wenn ich das eine fordere, muss ich auch das andere machen. Das gehört für mich zusammen. Ich kann nicht, und da sind wir dann wieder bei dem Thema, auf Selbstständige blicken wie arbeitende Menschen zweiter Klasse, sondern das, was ich bei den einen einfordere, das muss ich bereit sein zu geben. Und das sehe ich da momentan zum Großteil nicht. Deswegen, das wäre wichtig, hier die Sätze anzupassen, das Thema Kriterien für Selbstständigkeit zu modernisieren und dann ja die digitale Plattform unbedingt. Es muss einfach, es muss klar und ich muss auch schnell wissen, ob ich den Status habe oder nicht. Und nicht erst hintenrum, auch das wäre etwas, wo wir ran müssen, dieses nachträgliche Aberkennen darf nicht sein. Wir brauchen Rechtssicherheit. Andreas, wie stellst du dir denn vor, wie dieses Verfahren funktioniert? Statusfeststellung, Traumvision? Ja, also wir haben ja schon viele, viele Vorschläge gemacht. Also ich fände, ein Traum wäre es wirklich, wenn man eben online eingeben könnte, was die Charakter dieser Zusammenarbeit ist, und ich bekäme eine Art Selbst- oder Schnelltest und könnte dann anhand dieser Indikation weitere Details angeben, den Vertrag einschicken, wenn es jetzt wirklich ein Grenzfall ist, ein Feedback von der Rentenversicherung bekommen. Aber ich verstehe auch, dass die Rentenversicherung da nicht zu offen sein möchte. Ja? Nur das, was wir erleben, ist ja das genaue Gegenteil. Wir erleben, dass die Durchführungsanweisungen für diese Entscheidungen nicht veröffentlicht werden. Dass Kennzahlen zur Zahl der Verfahren und deren Ergebnisse, ich kann mich erinnern, als ich das zum ersten Mal angefordert hat, hat man mir das verweigert. Wir haben das dann über einen Journalisten gemacht. Also allein schon absolute elementare Kennzahlen rauszubekommen, das wird geheim gehalten. Ja. Natürlich, wenn man einen Prozess online bringt, wird er automatisch auch ein bisschen transparenter. Aber man hat hier wirklich viele Ansatzmöglichkeiten. Ich habe schon erwähnt, die Regeln nicht nachträglich ändern. Das heißt, den Menschen zugestehen, dass man aufgrund der Informationen, die sie geben, eine Entscheidung trifft, die dann verbindlich ist, bis zu dem Zeitpunkt einer erneuten Überprüfung. Was wir erleben ist, es werden Kriterien geändert und dann nachträglich die Entscheidungen revidiert. Das ist das Gegenteil von Rechtssicherheit. Und wenn dann an diese sehr unsichere Situation Sanktionen gebunden werden, strafrechtlicher Natur, Verzugszinsen, die sehr hoch sind, wir haben ja dazu auch ein Urteil bekommen jetzt vor wenigen Tagen, oder eine Nettolohnfiktion, also das, was sich dem Selbstständigen bezahlt hat, ist dann plötzlich nur der Nettolohn und da muss dann noch was obendrauf geschlagen werden. Das ist, gerade wenn das kleine Auftraggeber sind, natürlich eine Katastrophe. Ja? Das kann deren Existenz, deren eigene Existenz kosten. Und ich meine, es sollte eben auch wirklich eine Rolle spielen, ob man jemanden fair behandelt. Wenn man jemanden fair behandelt, ordentlich bezahlt, also relativ zu anderen Angestellten, dann sollte das als Kriterium für Selbstständigkeit dienen. Und ich als Auftraggeber habe es natürlich nicht in der Hand, wie viel der dann im Jahr insgesamt verdient. Also eine Jahresgrenze, da habe ich als Auftraggeber keinen Einfluss drauf. Es ist ja gleichzeitig gewünscht, dass ich nicht der einzige Auftraggeber bin. Das heißt, es muss schon auf das geguckt werden, was ich beauftrage und ob ich da pro Stunde gerechnet fair bezahlt habe. Und ich sehe in der Realität manchmal das, was Frau Müller gesagt hat, in der entgegengesetzten Richtung. Um sich Rechtssicherheit zu verschaffen, behandelt man Selbstständige einfach möglichst schlecht. Wenn man Selbstständige wie Erwerbstätige dritter Klasse behandelt, dann ist das richtig. Ja. Ich spreche hier von Ministerien in unserem Bundesland. Da gab es jetzt gerade die Anweisung, die Selbstständigen mögen doch bitte nicht mehr zu irgendwelchen Veranstaltungen erscheinen des Ministeriums. Und sie sollten sich bitte auch nicht informell mit
Mitarbeitern des Ministeriums sprechen. Das ist also insofern bei privaten Unternehmen, haben wir das alles in der Vergangenheit schon beobachtet, aber das ist jetzt auch bei der öffentlichen Hand, die sich bisher sicher fühlte, der Fall. In manchen Unternehmen dürfen sich Selbstständige nur über einen sogenannten Brückenkopf, also über eine einzige Person, unterhalten. Also es besteht quasi ein Sprechverbot. Und je schlechter man die Selbstständigen behandelt, umso eher ist das also keine Scheinselbstständigkeit. Das ist eine verheerende Logik und widerspricht natürlich völlig dem, was eigentlich vorgegeben wird, was man mit der ganzen Sache erreichen möchte. Es ist ein Riesenthema und wir können es ja heute auch nur mal anreißen und alle Menschen darüber informieren, was da so passiert und was die Ideen der unterschiedlichen politischen Player tatsächlich sind. Ich hatte auch die SPD eingeladen zu diesem Gespräch, habe allerdings nur Absagen bekommen. Man hatte da keine Zeit, sich am Gespräch zu beteiligen. Vielleicht habe ich aber auch einfach nur die Falschen gefragt. Das kann natürlich auch sein. Fehler kann auch durchaus bei mir liegen. Aber gut, dann machen wir an dieser Stelle mal Schluss mit dem Thema Scheinselbstständigkeit. Wir haben ja auch noch eine kleine Showband heute hier, den Takanaka Club Band. Und da lassen wir uns doch jetzt mal die kleinen Grauen etwas durchrütteln und sehen uns dann gleich zum nächsten Thema wieder. Bitteschön. Yo, it's the MIB with your girl Micah and your boy Shams. Here we go, here we go. Here we go, here we go. One, two, three, four. Oh, 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 na, na, na. Oh, oh. So deep in your eyes, I touch on you more every time. When I leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to play. Yeah, still I don't understand just how you love it, doing no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you'll page me right now. When I talk to my friends so quietly, who you think he is? Who we think he is? What you looking to do to me? Genesis don't even need to buy a new dress. If you went there and nobody else to impress, the way that you knew what I gotta do is the beat of my heart, but then I'm on you. Yeah, still I don't understand just how you love it, do what no one else can. Loco, Young B and the ROC. Oh, OG, big homie, the one and only. Skinny bony by the pocket is fat like Tony. Soprano, rock handle like Van Axel. A shake 40, baby, you can't get next to. Genuine article, I do not sing though. I sing though with everything I blingo. A star like Ringo, roll like a Green Beret. Crazy, bring your whole set. Crazy and deranged, crazy and deranged. They keep coming at him like hazy insane, yeah. Yes, girl, I'm cut from a different cloth. My texture is the next fair chinchilla. I've been iller than Shane Smokers. How do you think I got the name Hover? Yo, baby, the game's over. Ever since I switched over to platinum, the game's been a rap one. Got me looking so crazy. Right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now.
Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Die The Takanaka Club Band. Wunderbar. Ja, nächster Themenblock. Nicht weniger komplex als das Thema Scheinselbstständigkeit und Statusfeststellung ist das Thema Altersabsicherung für Selbstständige in Deutschland. Bisher ist es tatsächlich so, dass es da keine Verpflichtung gibt. Es gibt diverse Berufe wie Anwälte, Architekten oder Ärzte, diverse andere noch, die in Versorgungswerke einzahlen müssen. Das ist dort so Vorgabe. Dann gibt es für Künstler zum Beispiel die Künstlersozialkasse. Es gibt aber auch ganz viele Bereiche, die überhaupt gar keinen Bezug zu irgendetwas haben. Das sind im Grunde alle gewerbetreibenden Selbstständigen, die dort zu nichts verpflichtet sind und sich im Grunde selber darum kümmern müssen, ob und wie sie vorsorgen wollen. Und dann gibt es einen Bereich Coaches oder Trainer zum Beispiel, bei denen ist das je nachdem, was genau der Inhalt des Auftrages ist, mal so und mal so. Dann gibt es auch wieder Bereiche, in denen das verpflichtend ist und kaum jemand von den Leuten weiß das und dann kommt jetzt irgendwann die große Keule zurück. Die SPD wollte jetzt unbedingt dieses Thema Altersabsicherung für Selbstständige in der letzten Legislaturperiode durchführen. Wir haben da ganz viele Gespräche im BMAS auch zugeführt. Andreas war mit dabei, Ralf war auch mit dabei bei den Gesprächen. Da ist auch viel Gutes gesprochen worden und ich denke, wir haben da auch eine recht gute Linie im Sinne, die Verbände und auch die Selbstständigen haben da eigentlich gar nicht großartig etwas dagegen, dass es so eine Verpflichtung gibt. Machen muss man es sowieso, sonst steht man irgendwann mit leeren Taschen da, wenn man etwas älter geworden ist und vielleicht seinen Job nicht mehr oder nur in Teilen noch ausüben kann. Und da ist jetzt die große Frage, was passiert? Der Vorschlag, den die SPD Anfang des Jahres noch gemacht hat, ist zum Glück auf Eis gelegt worden, weil man es jetzt den Selbstständigen in der Pandemie nicht unbedingt zumuten wollte, dieses Riesenthema noch aufzubringen. Genauso aber auch im politischen Diskurs, dass es einfach nicht genug Aussprache über dieses Thema gegeben hat. Der Vorschlag liegt da jetzt, weiter ist nichts passiert. Die CDU hat grundsätzlich aus meiner Warte, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sehe, Frau Schimke, den Vorschlag des BMAS für nicht sinnvoll erachtet, weil daraus im Grunde eine Verpflichtung zur Einzahlung in die deutsche Rentenversicherung durch die Hintertür passiert, weil es einfach an alternativen Produkten, die der DRV entsprechen würden, mangelt. Dann sagen die Grünen, sie wollen am liebsten alle Leute in die deutsche Rentenversicherung holen, aber dadurch müsste sich dann auch etwas mit dem Thema Statusfeststellung und Scheinselbstständigkeit verändern. Das könnte dann möglicherweise auch einfach nicht mehr in der Form präsent sein und relevant sein, weil eben alle abgesichert sind. Die FDP sagt, Verpflichtung ist eine gute Sache, schadet niemandem. Aber es muss so frei wie möglich sein. Die Selbstständigen müssen entscheiden können, wie und wo sie da einsteigen wollen und was sie, wie sie da absichern, sich selber absichern wollen. Das heißt, die große Frage steht immer noch im Raum, ist ja nun auch Thema in allen Parteien für die kommende Legislaturperiode und egal wie die Regierung aussieht, wird dieses Thema auf jeden Fall kommen und es wird da irgendeine Form von Beschluss geben. Ralf, was sollte denn nun am besten werden? Wie sehen die Übersetzer und Dolmetscher? Also das Interessante an dem ganzen Thema, was wir seit 2012 schon mit uns rumschleppen, ist ja so eine Parallele zum ersten Themenblock. Ja, es besteht wenig Wissen über das, was selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer umtreibt, wie es denen geht. Gerade in diesen Diskussionen, ich gebe dir recht, wir haben gute Gespräche geführt, aber es kam immer und immer wieder die Diagnose, die Selbstständigen sorgen ja nicht vor. Art 1, die Selbstständigen ist mir zu undifferenziert. Das hatten wir aber vorhin schon besprochen, deswegen gehe ich nicht drauf ein. Sorgen nicht vor kann ich zumindest für unsere Mitglieder überhaupt nicht so stehen lassen. Wir fragen das seit vielen Jahren im Rahmen unserer regelmäßigen Marktumfrage ab und sehen da in unserem Mitgliedsbestand Anteile von deutlich oberhalb 75%, die vorsorgen. Jetzt kann man sich darüber streiten, machen die genug? Geht da noch mehr? Sicher geht da noch mehr, aber einfach zu unterstellen, da wird nichts vorgesorgt, ist aus meiner Sicht schlichtweg unrichtig. Das heißt, von dieser Diagnose müssen wir mal abgehen und dann sind wir relativ schnell bei einer realistischen Einschätzung, dass wir sagen, ja, der Bedarf ist erkannt, den Bedarf, den sehen unsere Kolleginnen und Kollegen, deswegen machen sie ja was. Ja, genau deswegen, weil sie es eben für notwendig halten. Und dann sollten wir eben
dahin kommen, dass wir eine Möglichkeit finden, und da gab es ja auch eine ganze Menge konstruktive Vorschläge, dass man eben eine flexible Möglichkeit bietet, denen, die schon was gemacht haben, und auch denen, die eine unternehmerische Tätigkeit aufbauen, dass die wissen, worauf sie sich einlassen. Aber dass wir nicht dahin kommen, dass ich jetzt 20 Jahre eingezahlt habe und plötzlich meine Vorsorge umwerfen muss, nur weil die jetzt plötzlich nicht ins Raster passt. Ja? Das, also da gilt es ganz, ganz deutlich hinzuschauen, dass wir bestehende Altersvorsorge eben dementsprechend auch übernehmen. Das spricht aus meiner Sicht relativ deutlich dagegen, mal ab mit einem Mindestalter irgendwie so ab 35 da drüber zu gehen und sagen, alle rein. Ja. Herr Heidt, wie sieht denn die FDP dieses Thema? Das ist ja ein deutlicher Eingriff in die Freiheit des Unternehmers. Sein Geld wird vorherbestimmt, was er damit zu tun hat. Ja, ich finde diese Rentendebatte völlig faszinierend. Ich sag mal, die Freien Demokraten haben schon häufiger darauf hingewiesen, dass wir ein Rentenproblem haben und dass diese Rente, wie wir sie heute haben in Deutschland, nicht enkelfit ist. Der Bundeshaushalt umfasst normalerweise keine 400 Milliarden Euro. Ein Viertel davon, genau genommen über ein Viertel, also über 25%, über 100 Milliarden, gehen heute schon zu Zeiten, wo noch die Babyboomer-Generation, wie meine, voll arbeitet, in die Rente hinein. Das heißt, das, was die Arbeitgeber und Arbeitnehmer einzahlen, reicht nicht aus. Da fehlen über 100 Milliarden Euro. Stand heute. Wir wissen, dass wir in 5 Jahren spätestens ein absolutes Finanzierungsproblem haben. Und ich finde das, was Linke und SPD und teilweise auch andere Grüne sagen, sowas von unehrlich. Denen geht es doch nicht darum, Selbstständige abzusichern. Denen geht es darum, die Löcher in der Rentenkasse zu stopfen. Das ist ein Umlagesystem. Es wird doch kein Cent, der heute eingezahlt wird, eingespart. Warum müssen denn die Arbeitgeber schon am 20. eines Monats die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge in Sozialkassen zahlen, damit am 1. ausgezahlt werden kann, weil das Geld jetzt schon fehlt? Das ist doch die Tatsache. Das müssen wir schon mal klar machen. Das heißt, wenn wir jetzt hergehen und sagen, das komplette Geld wird eingespart, was da die Selbstständigen einzahlen sollen, dann wäre das ja schön. Aber das ist ja nicht der Fall. Das soll ausgegeben werden, dann ist es weg. Und dann haben uns und die Rentenanwartschaften, die Selbstständigen da erwerben, die stehen auf dem Papier. Die ganzen Probleme, die wir da haben, sind doch in keiner Weise gelöst. Und natürlich muss man sagen, Selbstständige sollten auch vorsorgen. Deswegen sagen wir ja, wir wollen eine maximale Wahlfreiheit haben. Wir können uns das vorstellen, ähnlich wie in anderen Bereichen, dass wir eine Pflicht haben, sich vorzusorgen. Aber wie man das im Detail macht, das kann der Selbstständige völlig selbst entscheiden. Und wichtig ist für uns auch, dass wir dass wir ausreichend Einkommen haben. Also das ist auch schon, das hatten wir vorhin schon mal angesprochen. Wir können darüber auch deutlich machen, dass natürlich die Selbstständigen dann auch ein entsprechendes Einkommen haben müssen, um sich entsprechend absichern zu können. Also das heißt, wir lehnen diese undifferenzierte Einbeziehung von Selbstständigen in die Rentenversicherung, wie sie heute die gesetzliche Rentenkasse, lehnen wir ab. Wir wollen Wahlfreiheit haben und wir wollen erreichen, dass der Selbstständige das, was er jetzt heute einzahlt, eben anspart damit und dann irgendwann mal, wenn er in Rente geht, dann auch tatsächlich zur Verfügung hat. Mhm. Frau Schimke, die CDU tut sich da ja auch ein klein wenig schwer, wirklich zu entscheiden, wie das denn sein soll. Also nur die Rentenversicherung ist auch nicht gut, aber ganz frei auch nicht. Eigentlich wäre es schon schön, wenn alle in die Rentenversicherung einzahlen würden. So waren zumindest mal die Worte von Herrn Weiß. Wo kann es denn da hingehen? Welche Richtung tendieren Sie denn? Also ich meine, es ist natürlich Beschlusslage auch unserer Partei, dass wir für eine Altersvorsorgepflicht bei Selbstständigen sind. Wenn ich jetzt aber mal ganz persönlich spreche, bin ich nicht unglücklich darüber, dass es in dieser Legislatur zu keiner Regelung gekommen ist. Sind wir mal ehrlich, wer in der Lage ist, ein Unternehmen zu führen und tagtäglich schwierige Entscheidungen zu treffen, seinen Kopf hinzuhalten, mit allem, was er besitzt, zu haften, der wird ja wohl imstande sein, fürs Alter vorzusorgen. Und wenn er es nicht ist, dann bin ich der Auffassung, sollte man ihn aufklären. Dafür gibt es Verbände, dafür gibt es die Kammern. Ja, das sind jene Interessenvertretungen, die den Auftrag haben, ihre Mitglieder
ans Händchen zu nehmen, in allen Fragen zu beraten, natürlich auch in den sozialrechtlichen Fragen. Und ich finde, die Vorsorge gehört auch dazu, das vielleicht mal zur grundsätzlichen Einordnung. Ich habe die Branche da auch als nicht unbedingt einheitlich wahrgenommen, dass die allermeisten gut vorsorgen, steht überhaupt nicht in Abrede, das ist völlig klar. Und die Aussagen, ja, da käme irgendwie ein Prekariat auf uns zu und Massen an Bedürftigen, ist nach meiner Einschätzung auch nicht erwiesen. Ja? Und wir unterscheiden auch im deutschen Sozialrecht nicht nach Schuld oder Nichtschuld. Jeder erhält Hilfe, der Hilfe braucht. Und wir wissen auch, dass die Bedürftigkeit bei Selbstständigen, sofern sie im Alter eintreten sollte, auf Insolvenzen zurückgeführt wird, nicht weil jemand nicht vorgesorgt hat. Also die Frage ist wirklich, ob wir hier ein Problem lösen wollen, das wir tatsächlich haben. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es darum gar nicht geht. Also insofern bin ich da wirklich an einer sachgerechten Lösung und vor allen Dingen an einer unschädlichen Lösung interessiert und orientiert. So, und da war natürlich der Vorschlag der SPD, alle in die gesetzliche Rente, überhaupt keine Lösung. Das war auch keine ehrliche Lösung. Ja, das war eine Rentenversicherungspflicht für alle Erwerbstätigen in diesem Land und das kann man einfach nicht wollen. Ich möchte, dass wir eine Regelung finden, in der Sie sich wohlfühlen, ja, indem Sie auch die volle Bandbreite aller Renditeformen haben. Ja, und dazu zählt natürlich auch ein Vorsorgekonto, das aktienbasiert ist. Ist doch völlig klar. Am liebsten wäre es mir, sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, wenn wir auch Immobilien und auch alle jenen Dinge, auf, die ihre Altersvorsorge heute schon beruht, auch mit einbeziehen. Also das muss man mal ganz ehrlicherweise diskutieren. Das sind die Grundfesten der Vorsorge, der privaten Vorsorge in Deutschland. Nicht nur Selbstständige, viele Menschen haben ein Eigenheim, haben dies, das, jenes. Ja, und ich möchte, dass wir da wirklich auch eine Lösung finden, mit der sie leben können und die ihnen auch was bringt. Ja, und nicht nur die deutsche Rentenversicherung füllt. Ja, natürlich. Jetzt ist es immer wieder Argument, dass es heißt, aber das, was abgedeckt wird über die deutsche Rentenversicherung, ist so umfangreich, das kriegt man auf dem freien Markt überhaupt gar nicht. Das kann man gar nicht da einkaufen. Andreas, ihr seid ja auch immer sehr stark dran zu sagen, wir wollen auf jeden Fall fondsgebundene Lebensversicherungsmöglichkeiten haben, also ETF-Fonds oder ähnliches, die daran gezogen werden können als Altersvorsorgekonten. Siehst du das als zu einseitig oder ist das tatsächlich so, dass die deutsche Rentenversicherung total super dasteht? Naja, Herr Heidt hat das ja richtig analysiert. Wir haben so eine Art Kettenbriefsystem, das heißt, wir zahlen jetzt ein, das Geld wird an die jetzigen Rentner rausgegeben. Wir würden uns natürlich als künftige zusätzliche Einzahler schon wünschen, dass es da irgendeinen Plan gibt, der dann auch den Zeitpunkt, wo wir dann in Rente gehen, im Blick hat. Ja, ich glaube, das wäre für das Vertrauen in die deutsche Rentenversicherung ganz wichtig, dass die Politik zu einem sozusagen zu einem Konsens findet, wie man die Rentenversicherung auf Dauer finanzieren möchte. Und wenn die Selbstständigen einbezahlen, dann kann man noch, was weiß ich, die Erwerbstätigenquote der Frauen erhöhen. Aber das löst ja das mathematische Problem nicht. Wenn die Lebenserwartung steigt, dann müssen wir uns auch mit dem Gedanken anfreunden, unter Umständen länger zu arbeiten. Ja, das ist aber politisch halt sehr unpopulär. Da muss sich die Politik endlich ehrlich machen, mit Hilfe einer Kommission oder ohne. Aber das geht nicht auf. Und von daher sagen viele Selbstständige, kein Problem, wenn es die politische Mehrheit hergibt, dann zahlen wir auch in die Rentenversicherung ein. Aber bitte nur, wenn dann auch genau der gleiche Plan für Beamte, Abgeordnete, Soldaten, also die Gruppen, die das bisher nicht tun, besteht. Weil sonst glauben wir euch nicht, dass ihr das wirklich ernst meint. Wenn, dann müssen da alle einbezahlen. Dann glauben wir, dass ihr auch sozusagen in der Zukunft eine Lösung findet. Warum ist das, oder du hattest jetzt nach der nach dem Altersvorsorgedepot gefragt. Das ist ja eine Forderung von seit vielen Jahren von uns, dass man für die jetzigen Selbstständigen ein Altersvorsorgedepot ermöglicht. Kein Versicherungsmantel, in dem man in Investmentfonds und ETFs anlegt, sondern nach Vorbild anderer Länder, wie zum Beispiel in den USA, einfach ein Sperrdepot, in das man einbezahlt, wo man das Geld aber nicht rausbekommt, beziehungsweise erst im Alter. Und wo man das eben in preisgünstige Fonds anlegen kann, die aber insolvenzgeschützt sind. Das ist einfach
eine Form, die Verbraucherschützer empfehlen und die wir natürlich uns wünschen würden für die Selbstständigen. Und die Corona-Krise zeigt ja, wie wichtig das gewesen wäre. Jetzt in der Corona-Krise haben wir erlebt, dass dieselben Politiker, die sagen, ihr Selbstständigen sorgt nicht alle vor, uns unseren Beruf verbieten und dann sagen, ach, ihr habt ja so viel Geld auf dem Konto, das ist aber nicht in der deutschen Rentenversicherung, Altersvorsorge ist das nicht. Ihr seid reich, also jetzt verbraucht mal eure Reichtümer, Klammer auf, ist aber unsere Altersvorsorge, und finanziert so diesen Verzicht, den ihr übt, also zugunsten der Gesundheit aller, indem ihr eben euren Beruf in der Veranstaltungsbranche zum Beispiel oder in der als Dolmetscher und Übersetzer nicht ausüben könnt. Also das widerspricht sich. Man sagt uns, ihr sorgt fürs Alter nicht vor. Und wenn dann wirklich die Situation kritisch ist, dann heißt es, ihr seid ja reich. Also da muss man sich doch bitte entscheiden, was von beiden wir sind. Wenn ich noch eine Beobachtung ergänzen darf. Es ist ja so, dass laut DIW die allermeisten Selbstständigen für ihr Alter vorsorgen. Das ist die empirische Lage. Aber ich leugne nicht, dass es auch Selbstständige gibt, die das nicht ausreichend machen. Nur interessanterweise sind das ja gerade oft Selbstständige, die rentenversicherungspflichtig bereits sind, als VHS-Lehrer zum Beispiel, als Hebammen oder auch als Künstler und Publizisten. Und es liegt ja nicht daran, dass die dann nicht in die Rentenversicherung einzahlen. Das machen sie, da hilft sogar der Staat dazu. Das Problem sind hier, und da hatte Herr Heidrecht, sind einfach zu niedrige Honorare. Also wir drehen uns hier immer im Kreis. Der Staat muss hier mit gutem Beispiel vorangehen, wenn er wirklich ein Problem lösen möchte und es nicht nur zum Schein aufbauscht, um ein paar Euro mehr in die Rentenversicherung zu bekommen. Ja, das ist absolut richtig. Die Frage nach der Höhe der Einzahlung ist ja auch noch ein Riesenthema, wenn man sich alles anschaut, was dann bei einem Selbstständigen so aufläuft an Versicherungen und Abzahlungen, wird das ja auch eine ganze Menge am Ende, und dann arbeitet man vielleicht sogar im größten Teil nur noch dafür, um diese Abgaben alle zu begleichen. Frau Müller, Sie haben jetzt gerade eben schon ganz viel genickt bei dem, was die anderen Kolleginnen und Kollegen gesagt haben. Was ist denn bei Ihnen, bei den Grünen in der Planung für die Altersvorsorge? Also ich will nicht verhehlen, wir sind Fans alle der sogenannten Bürgerversicherung, das heißt alle rein, aber ganz wichtig, zuerst tatsächlich Abgeordnete, Beamten, SoldatInnen, Selbstständige als letztes. Wichtig dabei ist dann auch die Überleitung, wie man das dann gestaltet, dass eben das, was sozusagen schon an eigenem Vorsorge gemacht wurde, anerkannt wird und sozusagen nicht dann auf einmal nicht mehr gilt. Das heißt, das wird ein längerer Prozess sein, das wird deswegen auch, wenn dann, die letzte Gruppe sein. Also erstmal die, wo wir deutlich mehr die Hand drauf haben. Also wirklich gerade im Bereich Beamten und, ich sag mal, uns selber als Abgeordnete auf jeden Fall. Die Frage, die sich ja damit aufstellt, und ja, die meisten haben vorgesorgt, das erlebe ich auch, die Frage, was dann sozusagen als Altersvorsorge anerkannt wird, da müssen wir breiter rangucken, zumindest solange noch nicht eben alle in diesen Systemen sind. Und dann müssen wir vor allen Dingen, und das ist mehrfach angesprochen worden jetzt, diejenigen, die es eben nicht schaffen, ausreichend fürs Alter abgesichert zu sein, das liegt ja in meisten Fällen daran, dass dann vorher die Honorare, es sind meistens dann Honorare, zu niedrig sind. Und das wiederum, es ist die öffentliche Hand, die hier die Preise drückt, sehr häufig. Also das ist das, was wir immer wieder erleben, dass das auch nicht richtig berücksichtigt wird. Und wir haben es jetzt bei den Hilfen erlebt, dass natürlich, wenn ich in Grundsicherung gehe, ich entsprechende Unterstützung auch für solche Sachen bekomme, aber es zum Beispiel auch nicht als Betriebskosten angesehen wurde für einen selber. Also die eigene Krankenversicherung oder eben auch Einzahlungen für die alte Altersvorsorge gelten nicht als Betriebsausgaben. Das heißt, selbst diese Kosten konnte ich mir nicht anrechnen lassen und dafür Unterstützung bekommen. Das heißt nicht nur, dass wir Leuten gesagt haben, löst doch mal bitte eure Rücklagen auf, sondern das, was wir in anderen Bereichen machen, dass wir Unterstützung geben für die Absicherung, haben wir hier aktiv verweigert. Und da ist wieder diese Ungleichbehandlung. Das heißt, auch das ist natürlich etwas, wie gesagt, langfristig würde ich es gerne alles zusammensehen in einer Bürgerversicherung, aber die Überleitung dahin, in dieser Zeit müssen wir da sehr genau gucken, dass wir da wirklich auch eine Gleichheit hinstellen. Und auch das haben wir im Fair mehrmals gesehen, diejenigen, die ja selbst freiwillig drin sind, haben bei den Leistungen nicht den gleichen Anspruch. Es sind weniger Renten, aber vor allem auch im Krankenversicherungsbereich. Auch da müssen wir sehr genau, und auch im Arbeitslosenversicherungsbereich, da müssen wir sehr genau hingucken, dass
wer einzahlt, auch gleich behandelt wird, den Anspruch auf gleiche Leistung hat. Und das haben wir momentan noch nicht gegeben. Auch das gehört dann mit zur Reform dazu. Ja, da gibt es ja sowieso noch eine ganze Menge an anderen Systemen. Also es gibt ja auch zum Beispiel die KSK. Die FDP ist ja durchaus maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass es die KSK tatsächlich gibt. Wäre es denn eine Lösung gehabt, wenn alle Menschen, die in der Kultur- und Kreativwirtschaft, das ist ja nun ein sehr breiter Bereich von 11 verschiedenen Wirtschaftszweigen, die einfach zusammengefasst wurden, der Bereich, in dem sehr, sehr viele, vielleicht sogar die meisten Selbstständigen arbeiten, wenn wir die alle da reinholen? Also ich habe sehr interessiert von dem Herrn Lutz gehört, was er gesagt hat mit dem Altersvorsorgedepot. Das ist eine Lösung, die aber auch bei uns im Wahlprogramm steht. Das muss man deutlich betonen. Und wir sind, wie gesagt, für eine völlige Wahlfreiheit. Also jetzt alle in eine KSK, das ist für uns auch nicht der richtige Weg. Ich glaube, dass wir uns klar machen müssen, dass wir in dem ganzen Bereich Rente erst einmal die ehrliche Diskussion führen müssen. Und Frau Müller hat es gerade angesprochen. Wir haben ja die Situation, dass wir auf Landes- und Bundesebene für die Beamten, die ja Pensionen kriegen, ja auch keine Rückstellungen machen. Auf kommunaler Ebene muss man das, auf Landes- und Bundesebene haben wir das doch fast nirgendwo. Das sind aber die meisten Beamten. Ja. Das heißt, das, was wir heute schon als Problem haben, wird sich ja dann nochmal potenzieren. Ja, insofern wäre es ein ganz wichtiger Punkt, dass wir diese ganze Rentendiskussion erstmal auf eine ehrliche Basis stellen und dann überlegen, wie wir das System sukzessive umbauen. Wir müssen von dem Umlagesystem sukzessive zu einem Kapitaldeckungssystem uns verändern. Das ist ein ganz langer Prozess. Wir hätten den schon vor 20 Jahren einleiten müssen. Dann hätte man das auch etwas entspannter machen können. So werden wir in der kommenden Legislaturperiode irgendwann eine Sturzgeburt hinkriegen, weil wir ja den Zeitpunkt längst verpasst haben. Nur wir können auch nicht noch länger warten, weil das Problem wird immer dringlicher. Und natürlich müssen wir, das hat Herr Lutz ja auch schon gesagt, ein Stück weit auch länger arbeiten. Wir brauchen aber auch da eben kein starres Renteneintrittsalter mehr. Wir brauchen ein flexibles Renteneintrittsalter, also angepasst auf den persönlichen Lebensweg, den einer gemacht hat. Und man muss auch daran überlegen, dass wir ein Stück weit solidarisch sind, dass wir zum Beispiel sagen, ein hart arbeitender Bauarbeiter benötigt eventuell eine kürzere Zeit, um dann vollen Rentenanspruch zu erwerben, wie jemand, der in der Versicherung oder wie ich als Anwalt arbeitet. Wir müssen völlig neu denken und das müssen wir jetzt auch anfangen. Und ich würde mich freuen, wenn wir zunächst einmal diese ehrliche Diskussion führen. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann haben wir einen ganz großen Schritt erreicht und dann werden wir uns auch ganz schnell einigen, wie wir das nachher organisieren. Und ich glaube, die Wahlfreiheit mit sehr viel Flexibilität ist am Ende des Tages der richtige Weg. Ja, ein großes Thema. Es fühlt sich jetzt gerade so an, als wäre es nur ein kurzer Teaser mal gewesen, aber wir sind jetzt schon wieder gute 20 Minuten dabei bei diesem Thema. Machen wir auch jetzt mal wieder kurz unsere kleinen Grauen wieder frisch und dann haben wir noch einen letzten Themenblock und jetzt erstmal wieder viel Spaß mit der Takanaka Club Band. All right, here we go. Guitar! Oh, this hit that ice cold Michelle Pfeiffer, that white gold. This one for them good girls, that hood girl, straight masterpiece. Styling, wilding, living it up in the city. Got Chuck's on, got Zayla wrong, gotta kiss myself so pretty. Too hot. Police and the firemen too hot. Hot damn. Dragon wanna retire, man, too hot. Hot damn. Say my name, you know who I am, too hot. Hot damn. Am I bad about that? Break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Watch it.
the stretch. Hit to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. We're gonna show up, we're gonna show up. Smoother than a fresh charts. Too high, hop down. Call the police and the firemen. Too high, hop down. Make a dragon want a retirement. Too high, hop down. Say my name, you know who I am. Too high, hop down. Am I bad about that? Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. We're gonna try something a little different. I said uptown, funk you up, say uptown, funk you up. Say uptown, funk you up, say uptown, funk you up. Say uptown, funk you up, say uptown, funk you up. Say uptown, funk you up, say uptown, funk you up. So come on and dance, jump on it. If it's sexy, then throw it. If you're freaky, then own it. Don't brag about it, come show me. Come on and dance, jump on it. If you're sexy, then flaunt it. Saturday night, we hit the spot. Don't believe it, just watch it. All right, come on, baby. Don't believe it, just watch it. All right. Just watch. Willkommen zurück zur dritten Runde im heutigen Diskurs. Jetzt eröffnen wir die Wahlkampfarena. Der Wahlkampf steht vor der Tür, Bundestagswahl in knapp 5 Wochen. Das Rennen ist jetzt nach aktuellen Vorgaben wohl eng, aber mein Gott, das wird sich ja auch noch mal hin und her ändern in alle Richtungen, vor und zurück. Wie hat es mal so schön geheißen, die Wahl wird am Wahltag entschieden, vorher ist alles nur Spekulation. Und wir wollen natürlich auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern die Gelegenheit geben, zu erfahren, was sie denn in ihren Parteien, was vielleicht auch sie persönlich als Abgeordnete für Selbstständige tun wollen, für Selbstständige tun können. Und da würde ich doch ganz einfach mal die Arena mit Frau Schimke eröffnen und sagen, bitteschön. Ja, herzlichen Dank, Herr Pohl. Ich meine, bevor wir jetzt über die Details reden, das wird am Ende auch in Koalitionsverhandlungen alles nochmal hoch und runter verhandelt, glaube ich, ist vor allem eines wichtig in Deutschland. Wir müssen es schaffen, aus den Folgen der Corona-Krise wieder rauszukommen. Wir haben eine Rekordverschuldung. Wir haben unglaublich viel Bürokratie, dass man förmlich aus der Haut fahren könnte, wenn man damit täglich konfrontiert ist. Wir haben es mit Bereichen zu tun, in denen wir immer wieder merken, der Staat ist eigentlich nicht mehr handlungsfähig, zumindest nicht kurzfristig. Wir haben einen unglaublichen Reformstau, so empfinde ich das. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit eine Generationenfrage. Wir brauchen dringend auch in der Regierung auch einen Generationenwechsel, sage ich auch ganz ehrlich. Wir brauchen frischen Wind, wir brauchen neue Köpfe. Das muss alles mal durchgepustet werden, wenn ich das so sagen darf. Da hat sich, glaube ich, vieles, vieles überlebt. Was mir aber persönlich auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir die Selbstständigkeit an sich, das Unternehmertum in Deutschland wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Ich erinnere sehr, sehr gerne immer wieder an die Kachel, die bei Twitter und Facebook hoch und runter lief von den Sozialdemokraten, wo der Unternehmer mit dem Cocktail trinken in seinem Liegestuhl saß. Und das ist ein dramatisches Bild,
was hier leider wirklich von politischen Verantwortungsträgern, von Menschen mit Verantwortung in diesem Land gestreut wird. Und das setzt sich in den Köpfen fest. Und wozu führt das am Ende? Nicht nur zu den falschen politischen Entscheidungen. Nein, es führt auch dazu, dass viele junge Menschen, ich bin viel auch in Schulen unterwegs, sich das gar nicht vorstellen können. Wer hat denn bitte schön von unserer jungen Generation schon einen Eindruck davon, was Selbstständigkeit bedeutet? Die meisten verbinden es mit Stress und Risiko und Burnout. Ja, aber was es eben im Wesentlichen ausmacht, nämlich unglaublich viel Freiheit zu haben, Selbstverwirklichung, Kreativität, ja, das können sich viele gar nicht vorstellen. Ich habe, also die Corona-Zeit habe ich unglaublich beamtenlastig empfunden. Die Lebensrisiken, die sie getragen haben in der Zeit, die waren nicht annähernd nachzuempfinden durch einen Großteil unserer Gesellschaft, viele Rentner, viele Menschen im öffentlichen Dienst. Und das ist ein Problem, das haben wir wirklich sehr, sehr brutalst vor Augen geführt bekommen. Und ich würde auch in meinen politischen Entscheidungen, egal was da jetzt im Wahlprogramm steht, das spielt, glaube ich, jetzt nicht wirklich die Rolle, das wissen Sie alle, das wird am Ende alles dann auch nochmal verhandelt, mich auch weiterhin dafür stark machen, dass wir wirklich sachgerechte Entscheidungen treffen, dass wir Entscheidungen treffen, von denen sie profitieren, keine Gesetze machen, die sie als Strafe empfinden, ja, sondern als Wertschätzung, die ihre Arbeit erleichtern und vor allen Dingen auch ihnen die Möglichkeit gibt, Vorbild zu sein. Nicht abends frustriert nach Hause zu kommen und ihren Kindern zu sagen, wie furchtbar das alles ist, sondern wirklich auch sie in die Lage zu versetzen, mit dem als Vorbild in unserer Gesellschaft unterwegs zu sein, was sie täglich tun und möglichst auch viele Mitstreiter zu gewinnen. Ich belasse es vielleicht erstmal dabei. Alles klar. Vielen Dank, Frau Schimke. Dann gehen wir doch direkt weiter zu Frau Müller von den Grünen. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Tatsächlich haben wir nicht nur jetzt erst in Corona, aber da nochmal besonders schlimm gesehen, dass, wenn über die Wirtschaft gesprochen wird, in erster Linie Unternehmen, und zwar größere Unternehmen, im Blick sind. Also selbst wenn über den Mittelstand gesprochen wird, haben die meisten im Kopf Unternehmen, die deutlich über der eigentlichen KMU-Definition liegen, was ja bis zu 500 Mitarbeitenden ist. Die meisten, über die dann gesprochen sind, sind deutlich größer. Und Kleinstunternehmen und Selbstständige sind dann praktisch gar nicht im Blick. Auch das haben wir tatsächlich erlebt. Wir haben erlebt, dass wirklich dieses Konzept von neuer Arbeit, neue Arbeitsform absolut nicht verstanden wird. Und dass man zwar über die Selbstständigen, die Künstler gesprochen hat, aber wir haben abgefragt, inwieweit denn mit ihnen gesprochen wurde. Und das war erschreckend wenig. Und vor allen Dingen, das muss man wirklich sagen, im Finanz- und auch im Sozialministerium kamen sie praktisch nicht vor. Und das ist einfach ein Kulturwandel, den wir an dieser Stelle brauchen, dass wir eben nicht nur mit den Gewerkschaften, den großen Industrieverbänden reden, sondern eben auch mit den Interessensvertretungen der selbstständigen Gruppen. Das ist unglaublich wichtig, weil dieses Wissen fehlt einfach an den Stellen, wo dann im Zweifelsfall Gesetze und Verordnungen gemacht werden. Also das wäre tatsächlich etwas, was mir unglaublich wichtig ist, dass wir hier einfach auch einen Kulturwandel in den Ministerien hinbekommen, dass das, worüber geredet wird, auch wirklich gesehen wird und dass da ein Austausch stattfindet. Das heißt, hier auch wirklich eine institutionelle Verankerung an dieser Stelle. Und was wir einfach auch erlebt haben, ist, dass Sicherungssysteme, die es gibt, einfach nicht greifen. Es gibt ja im Infektionsschutzgesetz durchaus Möglichkeiten der Entschädigung. Die treffen aber nur ein, wenn ein Unternehmen direkt geschlossen wird. Wir haben keinerlei Absicherung, wenn ganze Branchen lahmgelegt werden. Und so schwer es mir fällt, das zu sagen, aber ich glaube nicht, dass das die letzte Pandemie oder Ähnliches ist, die wir gesehen haben. Das heißt, wir müssen uns grundsätzlich überlegen, welche Sicherungssysteme wir einführen, die dann greifen im Notfall, wenn ganze Branchen stillgelegt werden. Und das kann ich übrigens auch nicht über eine Arbeitslosenversicherung oder Ähnliches reden, weil das passt ja nicht. Das ist ja kein individuelles Risiko, sondern es ist ja ein gemeinschaftliches. Das heißt, uns da anzugucken, was brauchen wir an dieser Stelle, vielleicht eine Veränderung des Infektionsschutzgesetzes, um hier auch schnell unbürokratisch helfen zu können, damit wir eben nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Ich glaube, das wäre wichtig, um sozusagen auf Notsituationen vorbereitet zu sein. Aber dafür, um zurück zu dem Anfang zu kommen, muss ich auch tatsächlich den Blick für die Selbstständigen an den entscheidenden Stellen haben. Und momentan haben wir das tatsächlich nicht. Vielen Dank, Frau Müller. Herr Haidt, Ihr Credo und Statement für die FDP und natürlich für sich selber auch. Ja, vielen Dank. Ich
finde es nicht einmal schon faszinierend und fast sensationell, dass Frau Schinke nach 16 Jahren Regierung Merkel von einem Reformstau spricht. Gut, bei dem Wirtschaftsminister wundert mich das nicht, aber er gehört, glaube ich, auch zur Union. Insofern fehlt mir im Moment so die Fantasie, warum jetzt die Union plötzlich der Reformtreiber wird. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ich glaube, wir brauchen in der Tat eine Veränderung in diesem Bereich. Wir Freidemokraten wollen das Aufstiegsversprechen, was es einmal gab in der alten Bundesrepublik, das wollen wir erneuern. Dass Menschen mit ihrer Arbeit einen sozialen Aufstieg erreichen können. Das setzt für uns ganz entscheidend auch Bildung voraus. Sie wollen deutlich in die Bildung investieren. Und ich glaube, Corona hat es ja gezeigt, der Staat ist nicht die Lösung unserer Probleme. Das heißt, wir müssen den Staat und das, was der Staat alles glaubt, regeln zu müssen, zurückschrauben. Wir müssen die Bürokratie zurückschrauben. Wir müssen die Kräfte des Marktes entfesseln. Dann haben wir eine Chance. Dann werden wir übrigens auch den Klimaschutz erreichen. Das, glaube ich, unterscheidet uns Freie Demokraten fundamental von allen anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag, dass wir Klimaschutz mit marktwirtschaftlichen, sozialer Marktwirtschaft erreichen wollen und nicht mit Planwirtschaft. Und wir müssen in der Tat Blick auf die KMUs richten. Wir wollen für den Mittelstand etwas erreichen. Wir wollen gerade auch im ländlichen Raum Perspektiven schaffen. Ich selbst komme ja aus der Wetterau und weiß, wie viele Probleme wir dort noch haben. Digitalisierung ist eines der Stichworte. Wir müssen ganz klar die Digitalisierung eben bis zur letzten Milchkanne vorantreiben. Leistungsfähige Verkehrswege, duales Bildungssystem. Wir haben einen Fachkräftemangel. Ich besuche viele Unternehmer mittlerweile im Handwerksbereich. Sie werden ja schon Ablösesummen für ausgelernte Kräfte gezahlt, wie im Fußball. Das ist der falsche Weg. Wir müssen dort auch Erleichterungen schaffen, dass wir dort ausgebildete Syrer oder Afghanen zum Beispiel, um mal zwei Nationen zu nennen, die Lehre in Deutschland, die Ausbildung in Deutschland machen, können danach abgeschoben werden, obwohl sie perfekt integriert sind, Deutsch sprechen und der Arbeitgeber sie händeringend gerne behalten würde. Das ist eines der vielen Beispiele, wo wir völlig absurd agieren. Und wir müssen natürlich an das Steuersystem ran. Es ist viel zu kompliziert. Wir haben den berühmten Mittelstandsbauch, wo wir ran wollen. Der Soli soll für uns komplett abgeschafft werden. Wir müssen auch die Abschreibungsmöglichkeiten verbessern. Da geht es auch um die verkürzten Abschreibungsmöglichkeiten für digitale Güter auf 3 Jahre. Das ist auch einer der Punkte, die wir erreichen müssen. Also wir haben eine ganze Bandbreite von Aufgaben, die wir zu lösen haben. Und ich möchte an der Stelle vielleicht auch nochmal was deutlich sagen. Viele werfen den Freien Demokraten ja vor, wir hätten vor 4 Jahren regieren können. An der Stelle, das war vor 4 Jahren nicht möglich. Das hatte Gründe mit der damaligen Kanzlerin von Merkel, die das nicht wollte. Sicherlich haben wir auch den Wiederantritt im Bundestag aus der außerparlamentarischen Opposition ein Stück weit unterschätzt. Das will ich selbstkritisch sagen. Wir hätten die Verhandlungen viel früher beenden müssen. Aber wir sind heute im Jahre 2021. Meine Fraktion ist vorbereitet auf eine Regierungsübernahme. Das ist, wir haben viele Papiere in der Schublade. Wir beschäftigen uns jetzt heute schon mit möglichen Koalitionsverhandlungen und bearbeiten Linien, wie wir das machen könnten. Also wir wollen diesmal regieren und ich glaube, wir sollten auch wirklich regieren, weil das Land braucht eine Erneuerung. Vielen Dank, Herr Haidt. Jetzt haben wir natürlich nicht nur Politiker hier in der Runde, sondern auch noch Verbandsvertreter. Ralf, worauf werdet ihr als BDÜ drängen, wenn es eine neue Regierung dann gibt? Auf Kommunikation. Ich möchte da noch einen positiven Punkt anbringen an der Stelle, denn ich übe diese Funktion der politischen Interessensvertretung jetzt so 4-5 Jahre aus und es war am Anfang extrem schwer, in dieses Duopol, das wird vorhin mal kurz angesprochen, Gewerkschaften, Industrieverbände, reinzukommen. Es wurde über Selbstständige gesprochen, aber nicht mit ihnen. Das hat sich gebessert. Das muss man wirklich konstatieren. Du hast es vorhin selbst angesprochen. Wir waren im BMAS
zu zahlreichen Gesprächsrunden dabei, das ist gut. Und das sollten und müssen wir fortführen. Also da bitte und dränge ich alle politischen Entscheidungsträger auch weiterhin mit Interessenverbänden, Interessenvertretungen zu sprechen. Und du siehst es ja selber an der Bedeutung, die diese Bundesarbeitsgemeinschaft, Selbstständigenverbände, die ja letzten Endes ein loser Verbund ist, ich meine es positiv, ja, aber nicht noch ein Verband, was wir in diesem Kreis an Kommunikation, auch an wahrgenommener Bedeutung schon gewonnen haben, das ist positiv und das müssen wir weitermachen. Und das sollte auch die Politik als Angebot verstehen. Was ich mir wünschen würde, ist, dass dann, wenn wir lange Gespräche geführt haben, dass wir im Ergebnis auch was aus den Gesprächen wiedererkennen. Und das war gerade beim letzten Thema, was wir besprochen haben, Altersvorsorgepflicht, da war nur eine Menge Luft nach oben. Ja, weil im letzten Endes konnte man sagen, prima, jetzt waren wir 6-mal da und hinterher, was rauskam, nun ja. Ja, also das wäre schön, Kommunikation wird ganz, ganz wichtig sein. Wir werden auf jeden Fall hinten dranbleiben und die BAGSV auch, denke ich. Davon gehe ich doch auch mal aus. Andreas, dein Wort von Seiten VGSD. Was macht ihr? Ja, wir vertreten ja die Interessen der Solo-Selbstständigen und der Kleinstunternehmen bis 10 Mitarbeiter. Das sind 90% der Selbstständigen, 3,5 Millionen erwachsene Wähler und ihre Angehörigen. Und ich glaube, dass für uns Selbstständige auch durch die Lehren der Corona-Krise diese Themen, über die wir heute geredet haben, wirklich eine große Rolle spielen. Also die Parteien, die es glaubwürdig machen, dass sie wirklich eine faire Lösung wollen, die unsere Altersvorsorge verbessert und nicht verschlechtert. Und die nach der Wahl entschlossen das Thema Rechtssicherheit anpacken wollen. Ich glaube, dass wir denen die Stimme geben sollten. Wir haben heute einen Wettbewerb erlebt um unsere Stimmen von 3 sehr engagierten Politikern. Ich wünsche natürlich noch mehr in jeder der Parteien, noch mehr Leute, die genauso denken. Und ich denke, wir sollten diese Denkweise belohnen. Klar, es gibt noch andere Themen, die bei dieser Wahl eine Rolle spielen. Zum Beispiel der Klimawandel, wie wir fast täglich erleben, dass das eine Realität ist und dass man da, finde ich, wichtig, dass die Parteien um das beste Rezept ringen, marktwirtschaftlich oder eher planwirtschaftlich. Aber wichtig wird auch sein, dass wir auf unsere eigenen Interessen achten und uns genau informieren, beispielsweise die Wahlprüfsteine, die die BAGSV oder auch wir veröffentlichen, angucken. Da kann man sich genau ein Bild machen, welche Partei für was steht. Und das bitte ich bei der Bundestagswahl zu berücksichtigen. Vielen Dank, Andreas. Dann darf ich ja auch noch ganz kurz für die ISDV das Credo raustun. Also für uns ist dieses Thema Statusfeststellung, Scheinselbstständigkeit ein sehr zentrales Thema. Wie gesagt, wir blenden im Moment Corona ja die ganze Diskussion über schon komplett aus. Das ist natürlich auch noch ein Strang, an dem wir weiter arbeiten. Aber in dem Bezug, wo wir hier heute gesprochen haben, ist Statusfeststellung natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil, an dem wir weiterarbeiten. Und genau wie Ralf es sagte, Kommunikation ist ein ganz wichtiger Punkt. Es war schön, dass Sie heute hier mit dabei waren und mit mir und mit uns darüber gesprochen haben, was die Themen sind, die uns bewegen. Und ich denke, das müssen wir in den nächsten Jahren, egal wie die Konstellation am Ende auch ausschaut, auf jeden Fall weiterführen. Die BRGSV ist dabei ein ganz wichtiger Punkt. Dort sind allein schon 26 Verbände aus 22 Branchen mit über 110.000 Mitgliedern vertreten. Da haben wir also auf jeden Fall schon etwas Großes geschaffen, was sehr viel Gespräch gestartet hat. Und wir sind ja nun auch mit allen Parteien tatsächlich im Gespräch über diese Themen. Und ich hoffe, dass wir das tatsächlich auch genauso weiterführen können. Ja, dann sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Schimke, bei Ihnen, Frau Müller, bei Ihnen, Herr Heid. Ralf, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier mit mir im Studio warst. Und Andreas, vielen Dank, dass du aus München mit dazugeschaltet warst. Und ich hoffe, dass wir uns in den nächsten Wochen wieder hören. Spätestens kurz nach der Wahl werden wir uns mit Sicherheit wieder bei Ihnen allen melden. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Abend. Bis demnächst. Und damit gebe ich dann zurück an Wolfgang Weyand vom Cluster der Kreativwirtschaft in Hessen. Vielen Dank, schönen Abend noch. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war ein
anderer Creators for Future als sonst, mit Musik, mit einem Thema, was teilweise sehr detailliert, sehr schwierig war. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch von mir an die Politik, an Claudia Müller, an Jana Schminke, an Peter Heid, an Herrn Lutz, an Remster, an Markus Pohl vom ISDV und an das Team von Klack, Nico Gültig und zum Schluss an das Hessische Ministerium für Wirtschaft und die Wirtschaftsförderung Frankfurt. Viel Spaß, Dankeschön. Und die Band, danke, ciao.
wanna see me dancing with somebody. If you wanna believe it, anything could stop me. Did a fool. Thank you very much. Und jetzt tanzen mit jemand. Ja? Thank you.
with somebody, dance with somebody, dance, dance, dance. Give it up for Chance. All right. We certainly hope you folks are having a great time at home. Oh, yeah. Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. All through my city, all through my home. I'm finding up no ceiling when I'm in the zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good song in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. Can't take my eyes above it. Moving so phenomenally. I like the way we rock it, so don't stop. Under the lights when everything grows, and then I hope that I'm getting you close. And you know, yeah, you already know. And just imagine, just imagine, just imagine. Nothing I can see but you and you dance, dance, dance. Look, I'm creeping up on you, so just dance. Shouldn't do, but you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving soon, but they dancing. That's not the feeling. So just dance, dance, dance. That's not the feeling. Yeah. So just dance, dance. Oh, oh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rational. Don't need no reason, don't need control. I'm buying up, don't see them when I'm in the zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good song in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. Ooh. Can't take my eyes above it. And so phenomenally. Know I like the way we rock it. So don't stop. Under the lights when everything grows. And met a heart. I don't know if I could ever go without.
watermelon sugar high, watermelon sugar strawberry on a summer evening. Watermelon sugar high, watermelon sugar high.